very crazy Dialekt. Yes. Komm einfach nach. Yes, he has to come einfach nach. Come over us. Yes. He has to come einfach nach, not come over us, because if he is coming over us, we are wet. What? He is wet? No, we are wet if he comes over us. Oh, ich habe ein Bild in der Hand. Schau mal, die Raupe. Sie verwandelt sich in einen wunderschönen Schmetterling. In einen Zitronenfalter. Ja, und wie man Zitronen faltet, das erkläre ich euch beim nächsten Mal. Guck mal, ein Bild. Ein Bild in der Hand. Er hat ein Bild in der Hand. In der Folge 1170 will mich das Schweinchen hier gleich hauen. Da gibt es direkt auf die Fresse. Geil, oder war da so ein hier? Also, wir sind schon drin, oder was? Ja, klar. Wir sind komm voll. Ich im Fernsehen? Ja, wir sind live drauf. Hey, wir sind drauf. Warum warten wir eigentlich nie auf Finon? Weil Finon immer zu spät ist. Ach so. Naja, gut, es ist besser, als wenn er zu. Nee, komm. Nee. Nein, wir fangen damit gar nicht erst an. Ja, es war gewünscht, dass wir uns dann doch wieder ein bisschen öfter in der Oberwelt aufhalten. Das werden wir auch tun, so wie diese Netherbasis hier fertig ist. Ja, das kann noch dauern. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Guck mal. Ja, das ist das Master Merchant und Zockerpapa-Bild, oder? Nee, Master... Oh, das Master Merchant-Bild. Schnell wegmachen. Du kleiner, mieser Penner. Ey! Du bist so böse. Anstatt, dass er einfach mal den Banner da dranhängt, weißt du? Um mal so einen auf cool zu machen, aber... Also erstens, wenn dann kommt da... Halt deine Fressen, du Sabreis! Hier ist ja alles voll. Ja. Die haben getrunken. Ja, das glaube ich denen. Ja, wir sind noch eine Weile unerwähnt im Nether, bis der ganze Spaß hier fertig ist. Das kann auch dauern. Richtig. Weil ich hänge jetzt erstmal ein Bild auf. Und ich schlag mich hier mit den Viechern rum. Häng doch mal ein Bild auf. Alter! Wo kommt ihr denn her, ihr Viechers? Hier ist doch alles zu, verdammt. Wieso spawnt ihr hier drin? Das könnt schnell leiden, du. Das mag ich gar nicht. Könnten Irden von da oben? Tatsache. Komm her, komm her. Du sollst herkommen. So, mein lieber Emmis. Mhm, hier. Oh, da war's. Ja, aber das hättest du nach oben hängen müssen und nicht unten am Boden. Weißt du, ja. Muss ich dir jetzt erklären, wie man designt? Nein, ich muss dir doch nicht erklären, wie man designt. Das ist ja toll. Der MS macht Warum Banner. Fängst du eigentlich ohne meine Zustimmung an aufzunehmen? Weil ich's kann. Ich wollte in Ruhe noch eine rauchen. Was, du Lage rauchst? Besprechen. Wieso rauchst du? Nee, darum. Wir können die Lage auch einfach on-screen besprechen. So kriegt jeder Zuschauer mit, um was es hier überhaupt geht. Was? Unfug. Ja, es geht hier ausschließlich um Blödsinn. Unfug, nativ. Oh, wann kommt denn das blöde Bild? Da ist es. Verpackt in einer Dose? Was? Alter, ich bin tatsächlich schon der Seon H1Z1 geschädigt. Warum? Ich habe gerade eben zum Inventar öffnen Tab gedrückt. Und habe dafür mein Schwert weggeschmissen. Ja, das sieht doch gut aus. Ist der eigentlich clean? Hört sich nicht so an. Ich weiß es nicht. Aber ich könnte das Bild gerade stundenlang bewundern. Ah ja. Da ist noch einer. Da ist der Ausgang, der noch kommt. Ja, oh, das Lolli. Sind... Hier. Was? Das sind noch sechs Schweinchen. Und die wollen alle was von mir, ne? Die Schweine. Ein kleines Schweinchen. Kibikadash! Ian! Kadash! Kadash! Du hast nur einmal Ian gesagt. Achso, Entschuldigung. Ja, ich das war ist schon, mit denen. Also, das ist schon. Also, MS, jetzt muss ich mir echt Gedanken machen. Oh. Ich hab voll daneben geschossen, da.
Tjiepa. Und noch einmal kaputt. Und hier unten haben wir auch noch welche. Luftangriff. Tschüss. Zack. So. Mein lieber MS, die Lage ist folgendermaßen. Aha. Es kommt ein Schwein auf dich zu. Ja, lass ihn kommen. Ups, ich habe auch noch daneben geschossen in der kurzen Distanz. Oh Mann. Yes. Die Lage ist folgendermaßen, ich faile am laufenden Band. Die Lage ist des Weiteren... Die Lage ist des Weiteren so, dass wir den Jan und den Christoph nicht begrüßt haben. Hallo Jan, hallo Christoph. Doch, hab ich. Doch, hast du. Ja, stimmt. Okay. Okay, der MS hat begrüßt. Okay, dann ist die Lage so, dass ich euch nicht begrüßt hab. Nein! Nein! Hat irgendjemand, als er... Lol. Was für ein mieses Viech. Oh, bist du süß. Was? Hat irgendjemand... Hallo, ich wollte ihn mit dem Schwert killen, Vogel. Hat irgendjemand was? An Erde gedacht? Grasblöcke? Ja. Meinst du? Ich glaube schon, dass wir daran gedacht haben. Okay, und wenn, dann sag mir bitte wo. Aha, da, hier sind ganz viele Grasblöcke. Überall sind Grasblöcke drin. Aha. Oh ja, hier auch. Hier, der ist voll. Ja, siehst du? Nice. Hast du schön dran gedacht. Dann frage ich mich, was du für ein Problem hast. Gibt's keine Grasblöcke? Natürlich gibt's da Grasblöcke. Hab keine. Selbstverständlich gibt es Grasblöcke. Ja, an der Oberwelt. Es gibt Erdblöcke, sagen wir es mal so. Grasblöcke habe ich leider nicht mitgebracht. Das war so klar. Ja, nur Erde hilft mir nicht. Bei dir was vor. So. Oh, Schwein. Hast du mich gerade ein Schwein genannt? Ich habe tatsächlich keine Glasblöcke. Ich habe dich Schwein genannt. Du Schwein. Was? Oh, Lord, Babyschwein. Quiek. Ja, ihr müsst das entschuldigen. Der MS ist heute noch voll im Kindermodus. Er musste heute sehr intensiv arbeiten an der Arbeitsstelle. Viel mit dem Kopf und... Das ist auch vollkommen legitim, dass er sich dann gerade mal so verhält, wie er sich verhält. Riek! Oh, richtig. Was? So hat er heute auch über seinen Akten gebrütet. Riek! No lol. Nicht? Nee. Wieso eigentlich nicht? Hättest du doch eigentlich mal machen können. Mein Freund ist tot, die dumme Sau, was? Mach nicht Kläff, er macht nur... Nein. Nee, das war mein Hund ist schwul. Ja, genau. Ich hab drei Tränchen. Und die Tränen lügen nicht übrigens, ne? Ja. Ha, ha, ha. Sag doch selbst. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Otto. Die klassische. Was hast du denn eigentlich gedacht? Hey. Du hast ich gedacht... Ich hab 16 Grasblöcke. Was hast du? Ich hab 16 Grasblöcke. Und wieso hab ich jetzt nochmal drei geholt? Finon, danke. Das war nicht Finon. Das war bestimmt ich. Doch, doch. Nein. Lol. Ich konnte hören, dass du von einem Gaszaund heimgesucht worden bist. Ja. Ich kann ihn hören. Kannst du auch hören, dass er tot ist? Ja. Das ist schön. Bei zwei Tränchen. So, mein lieber MS, wo befindest du dich? An der Base. Okay, was willst du an der Base? Bassdrum, was? Willst du im Hangar bist denn du? Ah, hier, du Vogel, draußen. Draußen? Ja. Wieso bist denn du draußen? Hier ohne bin ich. Und wieso bist denn du da ohne? Ei, weil ich jetzt bauen wollte. Was willst du denn bauen? Ei, ich will erst mal gucken, ob es funktioniert. Köplüpp, köplüpp, köplüpp. Ich hab, danke. Nehmen sie dir. Okay. Gönn dir. Wenn ich jetzt hier Erde hinmache, ne? Setz mal einen Grasblock einfach in die Mitte. Ja, das habe ich ja vor.
guck, da hast du dann hier so Gras, ne? Und Gras. Quatsch. Erde hast du erstmal. Lass doch mal Gras über die Sache wachsen. Hast du hier einen Erdblock? Grasblock? Ja, ich mach hier mal ein bisschen Licht an. In der Hoffnung, dass der Spaß connectet. Aber ich kann es dir wirklich beim besten Willen nicht garantieren. Ja, ich weiß es ja auch nicht. Wenn nicht, müssen wir ganz viele Grasblöcke abbauen. Warum? Weil ich hier Wiese haben will. Warum willst du eine Wiese in der Hölle haben? Das funktioniert ja hier, Entschuldigung. Weil grün und so. Saftige Wiesen im Sonnenschein. Saftige Wiesen im Sonnenschein. Ja. Wir schauen mal hier hin. Nein, ich sagte grüne Wiesen übrigens, aber egal. Grün, saftig im Sonnenschein, hast du gesagt. Grüne Wiesen im Sonnenschein, sagte ich. Ah, MS, grüne Wiesen im Sonnenschein. Och nee, komm. Nee. Lass es lieber. Danke. Oh Gott, ist das schlecht. Danke. Ich habe hier ein Schwert. Oh, ein verzaubertes Schwert mit Schärfe und Rückstoß. Mit Schafe. Schafe? Mit Schafen. Das wäre natürlich auch ein Hammer. Nimmst jedes Mal dein Schwert in die Finger und kriegst dann erstmal diesen... Das wäre lustig. It's connected. Alter, ja, echt? Yes, sir. Oh, it's connecting. Take a look. Do you see it? I see it. Yes. Brother. Brother. You want the water, brother? Was? Ach ja. Ja, ich habe im Minecraft-Let's Play auch die Kommentare von anderen Wiesen gesehen. Das geht ganz schön schnell hier, oder? Ja. Under the sea. Yes. Ich habe noch Kommentare von anderen Zuschauern bekommen. Da ist wohl offensichtlich auch ein neuer Fan dabei. Ich habe leider deinen Namen vergessen. Es tut mir leid, aber du kannst dich ja gerne nochmal melden. Der ist der Meinung, dass wir cool sind und sehr lustig. Ja, der hat bestimmt nur 2 oder 3 Folgen gesehen. Richtig. Und im DayZ, in unserer DayZ-Aufnahme, in unserem DayZ-Let's Play in der Folge 17, hat mich tatsächlich einer ein Pisser genannt. Nein. Doch. Ich hab doch keinen Pisser genannt. Mich schon. Lol, wer ist hier? Guten Tag. Lol, wie er einfach nur zu spät. Oh nein. Kommt. Lol, wie der Finon einfach da ist. Finon joined the game. Ich wurde hier rein teleportiert in diesen Channel. Ich kann da nichts für. Achso, also Fehler in der Matrix nehme ich an. Ja, genau. Wie als ich die DayZ-Folge 21 veröffentlicht habe, obwohl ich das gar nicht wollte. Genau. Toll. Ja, hi Finon. Guten Tag. Seid ihr? Oh, da seid ihr. Oh, was baut ihr denn euch Schönes? Der Ruhestifter ist wieder da. Nein, ich bin ganz lieb. Heute mal, oder was? Immer doch, oder? Ja. Na, wie auch immer, auf jeden Fall bin ich als Pisser tituliert worden im DayZ Let's Play in der Folge 17. Abbaut. Leider muss ich diesen Kommentar gleich ausblenden, weil ganz ehrlich, das muss ja nicht sein. Also Leute, wenn ihr Kritik habt, haut die ruhig in die Comments, aber tut mir den Gefallen, bleibt sachlich, benehmt euch. Das wäre eine tolle Geschichte. Ja, ansonsten ist mein Zeigefinger an meinem Mausknöpfchen in der Regel recht rigoros. Und macht da schnippschnapp die Funktion ab. Und dann könnt ihr da leider nicht mehr kommentieren. Also zumindest nicht die Herrschaften, die hier der Meinung sind, sie müssten ein bisschen blöd werden. Oh, ich glaube, hier gibt's nachher Lavagras. Oh. Hier unten, weil da ist es irgendwie am Tröpfeln. Hier? Ja, genau. Auf dem Block. Auf der Ecke da. Da ist gerade eben so ein bisschen Lava runtergefallen, weißt du? Warte mal kurz. Da ist Lava. Mist, so, jetzt ist Lava. Dafür hängt da formschön ein, Oder noch einen anderen Block hin. Hab jetzt keinen. Das wird gerade abgebaut. Und warum sagst du dann nichts, dass du da keinen anderen, dass du da irgendwie und so? Weil ich es schön fand, da oben so einen normalen Stein zu haben. Ich bin Designer, lass das hängen. Ja, das erinnert mich an die Werke von Pablo Picasso, ne? Ja. Ich meine, ich kipp ja auch hin und wieder mal einen hinter die Binde. Gut, ich vertrag nichts, aber so besoffen war ich auch noch nie. Final. Na toll. Och, MS, hast du wieder kaputt gemacht? Den Weg runter, tun wir den noch auskleiden? Also, hier unten den Weg. Tun wir den noch auskleiden? Wird er hier noch ausgekleidet? Oh, ich wollte ihn eigentlich so lassen, wenn das okay ist. Aber ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, aber der MS ist ja ein Designer. Okay. Also, mir ist es egal.